So, die Farmer haben jetzt eh noch nichts zu tun. Ah, wir brauchen aber einen Lehrer. Das habe ich vergessen. Bim. So, dafür brauchen wir aber keine Bilder mehr. Das ist also eine Schule, Freunde. Ohne die wären die Einwohner zu blöd zum Scheißen. Und ich frage mich, wie es funktioniert. Null Students. Ah, okay, die müssen tatsächlich lernen. Das heißt, die jetzigen Arbeiter werden so bleiben, wie sie sind. Ach, es wird nochmal weiß. Es ist noch gar nicht Frühling. Nee, es wird nur grau, weil es regnet. Okay, es ist Frühling. Aber Ernte wird noch nicht rausgebracht, oder? Nein, wollte ich gar nicht. Ich wollte hier gucken. Da bin ich mal gespannt, wenn die doppelt so viel Krams ernten. Alter, dann habe ich ja so viel Essen. Wenn die erst gebildet sind, oh, da habe ich ja Angst vor. Nieder mit der Bildung, reiß die Schule ab. Die werden mir zu produktiv. 45 Loks haben wir nur noch, das ist nicht mehr ganz so viel. So, zwei Laborer, die könnten tatsächlich mal hier schon mal die Sachen hinkarren. Und dann gucken wir mal, dass wir wieder Rohstoffe holen. Nach und nach. Alles ganz zaghaft. So, wir haben Spätwinter. Die Gesundheit sieht nicht mehr ganz so gut aus. Es regnet bei 40 Grad Fahrenheit. Was immer das in Celsius heißt, ich weiß es nicht. Ja, Medizin brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen Medizin. Huch, ist das gerade hochgegangen? Nee, doch nicht. Aber die holen jetzt nur Kräuter, ne? Ein Krankenhaus, ich weiß noch nicht genau. Ein Krankenhaus braucht wahrscheinlich Medizin. Noch sehe ich hier nichts von Kräutern. Oder holen die sich das hier in die Hütten rein? Sehe ich nichts? Sehe ich nichts? Sehe ich überhaupt nichts? Was mit den Kräutern? Oma. Das sieht doch nach Kräutern aus. Herbalist. So, zwei Kräuter haben wir da. Aha. Können Einwohner Kräuter direkt gebrauchen, oder was? Übrigens, die Straßen werden auch nicht fertig. Wahrscheinlich nächsten Winter. Was ist los? Ja, jetzt fehlt's wieder, weißt du? Ach, hier haben sie schon zwei, drei Straßen gebaut, okay. Jetzt fehlt's wieder. Erst ist immer voll, dann fehlt's wieder. Die können sich nicht entscheiden. Liegt natürlich daran, dass die alles hier rüber pilgern. So, 82 Loks brauchen wir. Ich weiß gar nicht, wie wir noch haben. La, da, 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 da. La, da, da, da. 18 complete, 45, 46. Trägt einen Baumstamm dahin, lohnt sich voll. 50, 56. Ah, das scheint noch nicht ganz zu reichen. 59. Wie viel haben wir noch auf Lager? Gar keine mehr, oder was? 6. Okay, das reicht nicht. Wir müssen also tatsächlich da oben noch... Nein! Was mache ich denn da? Hier. So, müssen wir leider noch machen. Hilft nichts. 0 von 4 Bilder. Ist auch egal gerade. Zwei Herbalists lasse ich mal, wegen der Gesundheit. Das heißt, wir haben noch zwei Labora übrig. Ora et Labora. Die bringen jetzt erstmal die Steine rüber. Das ist natürlich total lieb, aber es bringt nichts. 40 Iron, ich weiß nicht, ob das reicht. Ei, das ist ein teures Unterfangen. Doch, Iron haben wir noch genug. Hier vor allen Dingen. Auf jeden Fall erstmal die Bäume da hinten wegreißen. Da wäre sogar Platz für ein drittes Feld, wenn wir genug Einwohner hätten. Was ist das denn hier? Die Stooges oder was? Mächtig gewaltig, Egon.
Haben die hier den Weg fertig gemacht? Nö, auch nicht. Was machen die da alle im Wald? Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Merkwürdig. So, jetzt bestellen sie wieder das Feld. Das ist ganz gut. Vielleicht kamen die einmal nur zur Feldarbeit, weil es jetzt wieder geht, weil jetzt wieder Frühling ist. Ah, Frühling ist Stuckenborstel. Ah, Pharaon. So, jetzt aber, naja, sollen sie machen. Ich guck jetzt mal, wie weit ist das da hinten. Die schleppen da alles rüber. 67 von 82, 22 von 80, 28. Es fängt wieder an zu pissen, natürlich. Aber da hinten ist noch keiner am Wegmähen der Bäume. Das heißt, wir haben aktuell keine Baumstämme übrig. Null, um genau zu sein. Schleppen alle schon mal Steine rüber. Ist natürlich liebevoll. Aber ich stelle erstmal auf Pause. Dann holen wir erstmal Baumstämme, machen dann weiter. Und ich mache erstmal eine kleine Aufnahmepause. Ist 2,5 Stunden. Wollte ich gar nicht spielen. Ich wollte das nur mal, angezockt machen. Und jetzt hab noch groß gesagt, ja, let's test. Lange Zeit nicht mehr gemacht. Und jetzt habe ich den Salat. Na egal. Bin mal gespannt, wie viele Folgen das werden. Wir werden aber nur Stuckenborstel aufbauen. Dann ist es eine Mischung aus Let's Play und Let's Test. Ich nenne es Let's Plest oder Let's Pest oder Let's Tay oder keine Ahnung. Nenn doch, wie du es willst. Ich nenne es einfach Banished. Und es ist ein ziemlich, ziemlich geiles Aufbauspiel. Oh, ist das leise auf einmal? Ist das leise auf einmal? Ist ein ziemlich, ziemlich geiles Aufbauspiel. Gibt's auf Steam momentan, habe ich schon erwähnt, in der Early Access. Ich speichere nochmal, wollte ich sagen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Aufnahme. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss! Hallo und herzlich willkommen zurück bei Banished in einer neuen Runde mit Banished Oxy Action. Und jetzt, ich glaube, in dieser Folge war es so, dass wir bisher auf einer sehr merkwürdigen Auflösung gespielt haben. Es war Full HD, auf der wir bisher gespielt haben. Jetzt kamen aber schon die ersten Tipps rein, gleich in der ersten Folge in den Kommentaren. Ja, da kannst du die GUI umstellen in Optionen. Deswegen, ich probiere mal gerade die Aufnahme in 2K. So sieht das ganze Stück hier aus. Es sieht sehr 2K. Was machen die denn auf dem Feld? Ich glaube, die boxen sich gerade, das Street Fight hier so ein bisschen. Ja, das ist Ghetto langsam. Die Ghettoisierung unserer schönen Stadt. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Ich gehe mal raus. Was ich geil finde, wir sind gerade im Pausemodus und sogar der Regen hat Pause. Finde ich irgendwie cool. Aber jetzt gehen wir natürlich wieder erstmal. Ich mache mal erstmal nicht die doppelte Geschwindigkeit. Um reinzukommen, mache ich erstmal wieder die normale Geschwindigkeit. Und wo waren wir denn stehen geblieben? Steine 46, Iron 43, Loks brauchen wir auf jeden Fall. Genau, wir haben da unten noch rechts, die Hütte gehabt, ne? Diesen Freihafen haben wir gebaut. Der jetzt aber auf Pause ist, weil wir Bäume abgeholzt haben. 70 von 82. Da schauen wir gleich mal rüber. Regen ist vorbei. So, jetzt der Regen vorbei. Und hier wird wieder die Ernte. Ach, da fällt mir ja gerade ein. Ich mach mal ganz kurz die Jobliste wieder. Zack, da haben wir sie. Zwei Arbeiter haben wir momentan, keine Bauarbeiter, weil das eher auf Pause ist. Wir brauchen dringend Einwohner. Und damit die sich schneller reproduzieren, würde ich sagen, ich meine, die knattern ja nicht im Dingenswohnheim, ne? Alter, der Stuart ist 37, der ist doch schon fast tot. Der ist eigentlich schon ein Geist, einfach nur noch. Und man sieht, die kriegen ja auch keine weiteren Kinder. Die Kinder können dann auch nicht ausziehen. Wir brauchen also tatsächlich weitere Häuser. Es hilft nichts. Wir müssen weitere Häuser bauen, so oder so. Die Nahrung dafür haben wir ja jetzt. Das ist bewerkstelligt. 1500 Korn, 277 Pipapo, 5 Herbst haben wir auch. Und jetzt müssen wir nochmal sehen, dass wir mit den zwei Laborern hier erstmal ein bisschen Holz beisammen schaffen. Und dann können wir mal gucken, ob die uns vielleicht zumindest eine neue Hütte bauen. Vielleicht kriegen wir sogar zwei zusammen. Es wäre fantastisch. Weil bis die Feldarbeiter wieder Saisonpause haben, müssen wir bis zum Winter warten. So, leicht dezimierte Framerate hier in 2K, fällt mir gerade auf. Das ist nicht so gut, 25. Ich guck mal ganz kurz, was passiert, nur mal so just for fun. Wo sind denn hier die, ich will da gar nicht, ich will doch nicht. Ach, das sind die Options, okay. Dann, wo ist denn die Musik? Ich habe ja V-Sync an die ganze Zeit, ich mach mal. Ich applye mal. Ich. Hallo? Hallo? Ja, das, wir. Bis gleich. Tschüss, Mist.
So, da sind wir wieder zurück. Was war das denn gerade? Ich weiß es nicht. Jetzt sieht die Framerate aber ein bisschen stabiler aus. Ich habe Pausing wieder reingemacht, aber ich habe bei der Nvidia-Systemsteuerung noch ein bisschen geprokelt. Mal gucken, sobald ich jetzt die Pause ausmache, gehen wir natürlich zurück auf... Ja, sobald ich... Vielleicht liegt es am Regen, ich weiß es nicht. Hier fallen gerade mal 2, 3 Frames, fallen hier einfach mal raus. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wir werden es nie herausfinden. Aber ist egal, wir spielen es einfach weiter. Und ganz ehrlich, die höhere Auflösung rechtfertigt auf jeden Fall die Qualität bei YouTube. Weil ich bin ja so eine kleine Qualitätshure in Sachen Grafik bei YouTube. Das gebe ich ja gerne zu. Und in der 1080er Auflösung sieht es einfach... Es sieht nicht knackig genug aus. Es tut mir leid. Wenn ich das Spiel hier vergleiche mit dem Video bei YouTube zum Beispiel. Vor allen Dingen bei hektischen Bewegungen, wenn ich jetzt... Wenn ich so mache... Komisch, Framerate bricht aber nicht ein. Naja, auf jeden Fall, ganz ehrlich, dann wird das matschig bei YouTube. Das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Da ist Dailymotion mit den Codex weitaus besser gestellt, aber ich kann mir vorstellen, bei YouTube sind einfach, die brauchen eh schon so viele Server, dass die da, huch. Ich war gerade auf 1 FPS, was war das denn? Also ich kann mir vorstellen, da ist man dann und so, da muss man ja auch mal gucken, das und pipapo und tralala. Weißt du schon Bescheid, ne, was ich hier sagen wollte. So, wir... Was machen die beiden denn da? Jetzt gehen die einfach weg? Die haben gerade Bäume gefällt und gehen? Ich muss sagen, ich verstehe das System noch nicht ganz, wie diese Leute hier funktionieren. Da kommen zwei, fällen Bäume, lassen das Zeug liegen, gehen weg, kommen andere, fällen Bäume, kommen welche von da, holen das Holz ab, andere fällen Bäume. Ich werde noch nicht ganz schlau draus. Und wer bestellt hier gerade die Felder? Niemand. Niemand. Also da zwei und da wachsen von alleine welche. Okay. Soll mir egal sein, solange die Ernte stimmt. Ernte 23. So, 28 FPS. Naja, das hier ist nicht ganz so butterweich gerade, aber naja, was willst du machen? Nimmst du mal so hin. So, Kräuteroma, alles am Stissel. Herblimit 100, herber darf es nicht werden. Die steht eher so auf Softdrinks. Okay. Tja, Spannungen steigen ins Unermessliche. Wir haben 2 Labore. Wie sieht's dann aus mit dem Holzvorräten? 9. Das ist ja nüchtern eigentlich. Wo bleibt denn das ganze Holz? Wir brauchen 16er dann dafür. So, das mache ich jetzt mal hier in die richtige, ne? Das war da. Da habe ich oben die beiden Häuser verkackt. Also mache ich den Fehler hier wieder gut. Soll ich schon mal machen? Komm, die arbeiten sowieso ja Krams in der richtigen Reihenfolge ab. Das heißt, die holen erstmal die Bäume da oben weg. Ich frage mich, wo das ganze Holz hingeht von den Bäumen. Wer braucht denn hier noch Holz? Der hat doch eh schon dicht. Wir haben noch genug Zeug. Und so viel hat er auch nicht. Die haben beide geschlossen gerade. Log 23. Ich log, es waren 24. So, warte. Stone 46, Firewood... Wut, 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 wut. Wut, wut, in the bar. Ja, hier wächst und gedeiht, ist alles ganz prächtig. Ich flach jetzt vielleicht... Ach, wir sind ja schon wieder auf zweifach. Jetzt wollte ich wieder auf zweifach schalten, um ein bisschen flinker zu sein, aber wir sind unserer Zeit natürlich mal wieder voraus. So, wie sieht's aus? Hier haben wir schon ganze 0 von 0 und 0. Hier werden die Felder bestellt. Ich warte auf den Winter, dann geht es wesentlich schneller voran. Ein paar Bäume werden hier auch noch gefällt. Wir können zumindest ein Haus bauen, aber 2 sollten es werden. Und ach, wie malerisch dieser Fluss hier aussieht. Der wird sich gut machen in unserer Stadtmiste. In unserem Stadtmist wird er sich gut machen. Der wird später so ein bisschen wie der Ank. Der wird so ein bisschen braun und trübe. Und man kann wahrscheinlich Kartoffeln drauf pflanzen, wenn wir fertig sind. Weil die ganzen Industrieabfälle reingepumpt haben. Außer, dass die Kartoffeln dann Eigenleben beginnen und ihren Schulabschluss machen. So, der Weg hier wird auch nie gebaut, glaube ich. Aber wir haben auch zu wenig Leute gerade. Das ist echt doof. 38, Alter, die Kinder. 22 ist der Lamar schon. Der Lamar ist sogar 26. Amar ist 22. Da hat es nochmal geklappt mit dem Wurf. 4 Jahre alt, Kiana. Und hier 2 und 8, das klappt sehr gut. In den Häusern, ne, da wird gezuckelt. Also das klappt noch ganz gut mit dem Hüftschwung. Aber im obdachlosen Wohnheim, da ist man ja auch nicht so für sich, weißt du. Und du willst ja nicht, wenn du da 10 Betten nebeneinander hast und links und rechts liegen dann irgendwie
Kabunkelklaus und Gammelgustav, dann willst du da ja auch nicht abknattern, weißt du? Ist ja auch ekelhaft irgendwo. Die gucken dann immer so zu, machen Fotos und filmen das Ganze und stellen das dann irgendwie auf komische Plattformen im Internet und dann ist auch doof. So, 51 Lok haben wir. Ist ein richtiger Lokvogel sozusagen, der Typ hier, der es gerade bringt. Ah ne, der bringt Stein, ne? Ja. So, hier haben wir noch Steine, da haben wir noch Eisen ohne Ende. Das heißt, das Ding würde ich echt nochmal gerne wegbauen. Oder vielleicht bauen wir hier dann das Lager tatsächlich hin, wie es geplant war. In der letzten Aufnahme, die doch schon sehr spät wurde, da wurde ich ein wenig ruhiger um diese Zeit. Da wird man nachdenklich um 5 Uhr morgens. So wie zum Beispiel, warum liegst du nicht im Bett? Das sind nur die tiefsinnigen Gedanken. Nee, aber das Hirn schaltet sich irgendwann ab. Hast so ein halbes Karpalsyndrom im Kopf und dann kannst du natürlich auch nichts mehr machen. So, 70 von 82, 80 von 80, 4 von 40 Eisen. Wir brauchen noch 36 Eisen. Die hätten wir vorrätig. Ich rede extra komisch. Weil es sich lustig anhört. So, bringen die auch Zeug, die Laborer? 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 Laborer hört sich an wie ein mexikanischer Zahnarzt. Ay caramba, ich präsentiere Labora. So, was machen die drei Stooges hier, die gleich da aus dem Wald kommen? Ah, ist die Besatzung der Enterprise. Redshirt stirbt gleich. So, die tragen hier ihre ganz wichtigen Angelegenheiten durch die Gegend. Die Bäume sind alle weg. Wo sind denn die Laborer? Ach. Ach. Wir brauchen... Jetzt brauchen wir zwei Bilder. Die hauen wir dann natürlich gleich mal hin. Und dann haben wir gleich noch eine prächtige nächste Hütte. Und wie viel Holz haben wir noch? 46. Da können wir theoretisch sogar noch eine hinbauen. Das ist ja ein richtiger Freudentag heute. Ich erstrahle vor Glück. Ich sitze hier und meine Mundwinkel dehnen sich wie Gummibänder um den Kopf herum. Das sieht dann so ein bisschen aus wie bei das Hauspark, die Kanadier. Dann klappert mein Kopf da immer so oben drauf rum. Hi, Mama. So, wie sieht's aus? 60, 56, der Schmied ist wieder am Schmieden. Das heißt, er kriegt neue Loks, das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber egal, hier wird gleich gebaut und da geht die Alte schon ab. Das siehst du schon an ihrem Blaurock. Männer haben blauen Mann, Frauen haben blauen Rock. Ist ein bisschen sexistisch, aber soll's. Eigentlich müssten Männer ja auch einen blauen Rock tragen. So mit ganz kurzen, so einen ganz kurzen blauen Rock, wo alles unten... Nee, lieber nicht. Wo das Pendel schlägt. Ich baue dann noch ein zweites Haus. Aus meinem jugendlichen Leichtsinn heraus. So, das müsste so sein, ne? So. Dann mache ich die erstmal wieder als Laborer. Dann könnt ihr da Krempel hintragen. Hier haben wir gleich... Ah, 27, 23. Lamar und Amar. Die kommen noch... Sind das nicht Geschwister? Ich meine nicht, dass die dann... Ich meine, das gibt doch dreibeinige Kinder. Einäugige. Das gibt Thorsen. Die wir nicht diskriminieren wollen. Wir sind ja Thorsen-Freunde, dürfen wir nicht vergessen. So, die sind beide Laborer. Wohnen auch nebenan von der Baustelle. Das ist ja praktisch. Ein Hoch auf Thorsen. Thorsen-Junge wurde nie gefragt. Man hatte ihn einfach fortgejagt. Doch er konnte nicht gehen und blieb deshalb liegen. So. Das ist nicht diskriminierend, das ist eine Tatsache, eine historische, ja? Versuch du mal ohne Beine zu gehen und dann mach mal Witze darüber, ja? Finde ich nicht so gut. So, 16 von 16, 6 von 8, super. Dann kriegen wir noch ein zweites Haus. Und das Obdachlosenheim kriegen wir vielleicht leer, es sei denn, einer bleibt herinnen wohnen. Der Stuart, ganz ehrlich, der hat in seinem Leben, oh, der tut mir voll leid eigentlich. Der hat ja kein so leichtes Leben.
Also hat viel zu essen und so, aber wohnt halt in diesem Heim. Da ist nicht so schön. Da ist ein offener WLAN-Port. Da gucken Leute ständig auf den Laptop und sehen immer, was der so macht. Mit seinen privaten Bumfight-Videos und so. Das ist... Naja, armer Stewart. Patrick Stewart, tut mir leid. So. Ansonsten sieht gut aus, ne? Hier wird bald geerntet. Wir schwimmen in Fressi Fressi. Hier ist auch noch alles Taco. Der Lehrer ist auch noch dabei. Null Students. Ist ja ein Traum. Das regelt ihr aber hoffentlich selber. Ich hoffe, da muss ich nicht selber in die Schule prügeln. Sonst komme ich da gleich mal runtergestiegen und dann kloppe ich die alle in die Schule.